Leute, da bin ich wieder. Wie man unschwer erkennen kann, ist es draußen gerade so richtig schön kalt und ich finde das geil. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel Kaffeepuls in der Früh ansehe, vor allem was die Wetterfeen betrifft oder eine Wetterfee, eine ganz bestimmte, ich denke, meine Landsleute werden sie kennen, dann wird herumgejammert, oh mein Gott, das Wetter, es ist so kalt, es scheint keine Sonne. Ich kann Ihnen leider keine warmen Temperaturen versprechen. Wie in einem meiner älteren Videos habe ich es schon klar gesagt, ich hasse den Sommer, ich hasse warme Temperaturen. Ich feiere den Winter, ich bin Jack Frost, höchstpersönlich Jodmaros, Väterchen Frost. Und dann finde ich diese Wetterberichte, wo sie darüber jammern. Oh, wie schlimm das Wetter doch ist. Die ganze Zeit hat die Sonne geschienen. Und dann einmal kommt ein Regentag. Und dann beschweren sich diese halbnackten Weiber vom Wetterdienst, dass es so kalt ist. Und die werden auch entsprechend angezogen mit Minirock, gerade dass sie nicht nackt vor der Kamera. Und dann beschweren sie sich über das kalte Wetter, wo ich mir dann denke, heul doch! Als wenn wir auf der Welt keine anderen Probleme hätten. Aber nein, es geht noch weiter. Noch mehr Dinge, über die ich mich aufregen muss. Ja, Leute! Was geht ab? Ich bin wieder aus der Mann, Benjamin! Wo ich mich dann echt frage, wohin steuert YouTube Deutschland? Wohin? Ich weiß es nicht. Hauptsache gegen die Wand. Schlimm genug, dass so eine halbnackte Prototussi mit aufgeblasenen Plastikbrüsten à la Katja Krasavitz, betont auf Wortspiel, ja, keine Ahnung, ob es... Komm, schneid das raus. Nein, schwarzer Humor erstmal beiseite. YouTube Deutschland, ich finde das ziemlich bedenklich und ich weiß nicht, wohin sich das bewegt. Es wird alles immer absurder und noch bescheuerter und gewisse YouTuber heben das Niveau auf RTL-Style und wo ich mir dann denke, what the fuck is going on? Okay. Ich denke mal, ich habe mich genug ausgekotzt für heute. Danke fürs Zusehen. Ciao.